Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Ja, heute mal keine Facecam, weil ich keine Lust habe, mir ein T-Shirt anzuziehen. Und nur mit Tanktop ist ein bisschen meh. Obwohl, in Ranch Simulator können die Damen ja sowas tragen. Aber mir fehlen dafür die Titten. Dafür müsste ich mal wieder ein bisschen die Muckis spielen, aber gerade so wenig Lust auf Fitnessstudio und so ein Shit. So, Sekunde, jetzt kann ich mich nämlich auch mal ein bisschen entspannen ohne diese, ohne Facecam und so ein Shit. Hallo, ich würde gerne. Danke. Gut. Mir fehlt so ein bisschen das Ziel gerade. Warte mal, habe ich vergessen abzuspeichern? Habe ich beim letzten Mal wirklich vergessen zu speichern? Och nee. Grüß dich, Dingsbums, Sky. Och nein, ich habe vergessen zu speichern. Ich glaube, wir haben vergessen zu speichern. Jetzt müssen wir den großen Dicken nochmal machen. Habe ich woanders da gespeichert? Ich bin mir gar nicht sicher. Hier Standard. Hier haben wir's. 21 Stunden und 49, hier ist der eigentliche Spielstand. Stimmt, da war ja was. Okay. Ich sag ganz ehrlich, wenn ich das nicht für euch im Stream spielen würde, ich hätte Village wahrscheinlich schon mehrmals gespielt, beziehungsweise vielleicht schon durchgespielt. Auch bin am Überlegen, ob ich das vielleicht nochmal von vorne auf leicht spielen soll. Einfach nur für mich. Aber ich will mir das jetzt nicht zweimal gönnen. Das habe ich, diesen Fehler habe ich schon mal gemacht. Ich habe doch den richtigen Spielstand geladen. Oder ist es jetzt einfach nur wieder zu? Okay, dann war das nur ein kleiner Fehler. Dingsbums, Punkt, 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 lol. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Mal gucken, ob der Justin kann. Die Frage ist, hier gibt es noch was in der Kannibalenbeute. Geradeaus, dann hier durch und dann hier hin. Die Frage ist nur, komme ich auch hier rüber? Tagebuch. Die Halluzinationen, die ich in dem Haus hatte, waren also das Werk von dieser Donner. Aber trotzdem
machte ich mir Sorgen um das, was Mir angeblich nicht sagen konnte oder wollte. Ich werde das wohl nie erfahren, was es war. Noch zwei Flakons. Ich schwöre, ich werde wenigstens Rose retten. Okay, ich verstehe. Das bedeutet, wir müssten theoretisch... Warte mal, ich will mal was gucken. Wir haben doch jetzt den... Schlüssel des Geigenbauers. Genau, die wichtigen Schätze. Schlüssel mit 4 geflügeltem Embryo. Das bedeutet, wir können jetzt das hier aufmachen. Wir können jetzt das hier aufmachen. Warten ja noch 2 Gegner auf uns. Und wir können jetzt auch Luisas Erbstück. Da muss ich nochmal hin. Das werde ich auch nochmal machen. Ist die Steuerung eigentlich immer noch so? Ja, geht, würde ich sagen. Ich kann das nicht gerade, ich kann das aktuell nicht so wirklich groß entscheiden. Maestro Sammelstück. Weißt du was? Ich probiere erstmal in Maestro Sammelstück reinzukommen. Oh, wenn dieses, wenn die Wege wenigstens funktionieren würden, dann wäre das alles simpel gemacht. Aber nee. Kann ich hier durch? Nee, ne? Ich komme hier nirgends. Komme hier nirgends rein und raus. Okay. Das ist leicht ärgerlich. Sagt Bescheid, wenn ihr mich richtig hört oder wenn ich vielleicht sogar übersteuere. Ich muss wahrscheinlich hier durch. Die Frage ist nur, gibt es hier Respawn oder nicht? Warte mal, kann ich vielleicht hier durch den Stall... Genau, wie lang muss ich? Ich glaube, da gab es eine Einstellung und eine Option für. Ich meine, wir hatten eigentlich nur Cursorsperre. Was ist denn eine Cursorsperre? Beschränkung des Mauscursors auf den Spielbildschirm aus- oder anschalten. Das brauche ich nicht. Controller-Vibration, Mausinvertierung brauche ich auch nicht. Ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal gemacht. Da hatten wir einfach die Geschwindigkeit von diesen Dingern. Hausbesitzer vermisst. Nein, wir haben keine... Ich habe keine... Da, ärgerlich. Normal, normal, normal. Hier, wenn überhaupt. Controller. Die Kamerabeschleunigung beim Spiel mit Controller anpassen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich mach's mal auf stark. Keine Ahnung. Ich merke keinen großen Unterschied. Happy Birthday! 27.09.2017. Der Geigenbauer. Ich höre hier aber nichts. Ich habe nur Schiss, dass hier irgendwas reinkommt. Aber auf der anderen Seite... Was sollte hier denn reinkommen? Was haben wir denn hier? 27.09.17. Erweitertes Magazin Riffle.
Yeah. So, jetzt will ich nur mal gucken. Ah, das ist irgendwas Besonderes. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem Kram. Diese Geräusche, ne? Die machen mich ganz kirre, obwohl es hier eigentlich kein Horror ist. Gut, das haben wir. Hier gibt es noch Waffe. Waffe in der Wassermühle. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da hin? Das ist von der anderen Seite verschlossen. Ach so, da komme ich ja hier unten durch. Okay. Verstehe, dann mache ich mir. Gehe ich erstmal zurück zu Lucys Haus. Fertig. Grüß dich, Justin. So, was haben wir dann hier? Da muss jetzt was Gutes drin sein. Beschleunigung. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben erweitertes Magazin für unsere Wumme gefunden, die uns auch gleich ein paar Munis gegeben hat, was ziemlich gut ist. Trotzdem habe ich keine Gewehrkugeln. Das gefällt mir nicht. Wir können auch Blendgeschosse und alles herstellen, aber ich habe noch keine Waffe dafür. In der Kirche fehlt noch irgendwas, was ich nicht verstehe. Hier ist noch nur zu eine Tür. Warte mal, wo bin ich denn hier? Genau, ich gehe jetzt erstmal zu dem Acker und gucken, ob da noch irgendwas ist. Also von da kam ich ja nicht hin. Ich muss ja über die Kirche. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie. Das Ganze hin und her geht ein bisschen auf den Sack. Auf der anderen Seite kann ich nochmal in die Kirche, aber die Kirche habe ich eigentlich lange genug angeguckt. Vielleicht ist hier irgendwo auf der Kirche noch irgendwas. Sieht nicht danach aus. Die Viecher da oben gehen mir ein bisschen auf den Zeiger. Aber wer hat das hier hingesetzt? Das habe ich jetzt alles angeguckt. Ansonsten kann ich hier nichts machen, ne? Hier fehlt was. Bestimmt. Na gut, vielleicht bei der Glocke. Auf dem Podest fehlt was, ich habe es gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwie was reinkommt. So, hier gibt es keine Viecher. Das bedeutet, ich kann jetzt in aller Ruhe mal auf Erkundung gehen. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, dass man das kann. Ist rausgefallen. Lucias Halskette. Das ist fertig, das auch. Okay, ich verstehe. Die Frage ist nur, komme ich nicht nochmal rein, ne?
Das ist ärgerlich. Das ist okay. Mir macht es nur Angst, dass ich jetzt Explosivgeschosse bekomme. Warum? Soll ich hier nochmal hin? Ich meine, das hier ist zu. Dafür brauche ich wahrscheinlich Lucias Halskette, aber ich komme hier nirgends rein, oder? Vielleicht von der anderen Seite? Okay, da kann ich ja jetzt auch nichts mehr ändern. Aber wir haben zumindest irgendwas gefunden, irgendeinen Schlüssel. Die Frage ist nur, ein Schlüssel, der in Lucias Halskette befestigt war, geflügeltem Embryo. Damit können wir wahrscheinlich jetzt ziemlich viele Türen öffnen. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen. Ansonsten können wir wieder ein paar Sachen... Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Ansonsten, was haben wir denn noch hier? Das sieht alles ganz gut aus. Mit geflügeltem Embryo. Wir könnten hoch Richtung Sägewerk gehen. Schön, dass ich hier lang kann, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir alles nichts. Na gut. Hast du da nicht die Platte genommen, um ins Schloss zu kommen? Das kann sein. Im Dorf gibt es noch eine Waffe. Das habe ich mir aber wahrscheinlich... Hier gibt es irgendwas. Waffe in der Wassermühle. Die Frage ist nur, ob ich hier von oben runter will. Wahrscheinlich aber ja. Ich glaube, das machen wir zuerst. Da hatte Justin recht. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, was für eine Waffe das ist. Das wird wahrscheinlich so eine Art Granatenwerfer oder so sein. Und irgendein Foto von einem blauen Vogel. Die Frage ist nur... Wo ist der Vogel? Der guckt die Statue an. Diesen Schrein guckt er an. Den Schrein erkenne ich. Hier irgendwo. Muss ich den abschießen? Saftiges Geflügel. Okay. Eine Sekunde, es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. So, tschüss. Steam. Der arme Vogel. Ja, aber wir brauchen den wahrscheinlich. Einfach aus dem Aspekt hier, dass wir uns damit halt irgendwie upgraden können, obwohl ich das ein bisschen extrem finde. Hallo, Schwabbel. Aber gerne. So. Ankauf. Silberring nicht. Stein aus der Halskette wissen wir. Den Stahldingsbums brauchen wir nicht. Haben wir ja gesehen. Ansonsten...
bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Was hat er denn hier? Was sind das für eine? Samurai Edge? Kenne ich doch. Ist doch low, was wir haben. Vielen Dank für deinen Einkauf. So, ansonsten hat er nicht viel, ne? Was? Ah, schon gut. Das war's. So, danke für deine Treue. Super. Vier geflügelter Schlüssel. Hier runter will ich, habe ich ja gesagt. Ich glaube, wir kommen hier ins nächste Gebiet. Weil hier oben brauche ich ja sechs geflügelter Embryo und ich habe nur vier geflügelt, oder? Ich war hier schon. Nein! Warum? Oh, du Ratte! Komm raus! Du Lümmel! Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich möchte ihn draußen auf und ab gehen. Was? Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht immer gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Das ist mir schon klar. Die Frage ist nur, will ich den vielleicht hier draußen besiegen? Oh mein Gott, war das gut. Die Waffe ist mein Freund. Warum war der da hinten? Was sagt meine Gesundheit? Gut. So, das war also mal einer der richtigen Werwölfe. Das ist kein normaler Wolf, aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Lucia. Bitte vergib mir. Okay. Oh, dieses Sturmgewehr ist so extrem geil gerade. Das war klug. Aber gut, wir spielen, glaube ich, auch auf einfach. Dementsprechend kann es sein, dass er ein bisschen Low-Bob gewesen ist. Aber das ist mir egal. Ansonsten auf normal sind die Viecher vielleicht ein bisschen zu extrem. Auch wenn ich mich gerade zum Muschi mache. Wir hätten, glaube ich, hier weiter gemusst und den irgendwie an der Wassermühle oder sowas abwerfen müssen. Oder was weiß ich. So, das haben wir. Das bedeutet, wir müssen hier eigentlich nur noch weiter. Hier in der Wassermühle hat er gesagt, kann er den abhängen. Ich glaube, hier ist eine Waffe drin, die wir hätten eigentlich gegen den benutzen sollen. Hallo, Daddy ist da. Es geht. Ich sag's mal so, Justin, nicht unbedingt, aber ich schäme mich auch nicht. Wir haben eigentlich auf Dingsbums auf normal angefangen. Aber da ich bei diesem einen Monster so extrem oft verreckt bin, hat sich das Spiel automatisch auf einfach gestellt. Wir können natürlich gucken, ob wir das nochmal umändern.
wenn ich das überhaupt kann. Ich glaube, das ist ein Problem. Normal reduziert die Intensität des Bildschirms. Ist eigentlich egal. Ich glaube, da sich das Spiel beim letzten Tod automatisch auf einfach gestellt hat, kann ich es jetzt nicht mehr umändern. Bei aller Liebe. Hier gibt es noch was. Hier gibt es noch was oben. Glaube ich. Jedenfalls das Ding noch rot. Die Frage ist nur, warum ist das noch rot? Aber von außen kann ich da nicht. Ich denke, für ein erstes Mal durchspielen, wenn man das Spiel erkunden will und die Geschichte geht, das schon auf leicht. Ja, das schon. Das Problem ist, Dietrich, super. Das Problem ist, glaube ich, ich kann das gar nicht mehr auf einfach stellen. Yeah. Jo, dann haben wir hier eigentlich alles. Ostteil will ich noch hin. Geradeaus hinter das Haus, da gibt es noch was zu farmen. In dieses Haus. Habe ich beim letzten Mal vergessen. Ich meine, ich kann es nicht mehr umstellen. Das meinte ich damit. Dass ich das jetzt nicht mehr... Wir haben es auf normal gestartet. Und wenn du halt, glaube ich, zu oft stirbst oder so, frag dich das Spiel, möchtest du es auf einem leichten Schwierigkeits... möchtest du es auf leichten Schwierigkeitsstufe nochmal spielen? Und danach kann man es nicht mehr auf normal stellen. Das meinte ich damit. Hier hinten geht's zu den Hühnern. Die würde ich natürlich gerne mitnehmen, auch wenn es Rippoon ist, aber leider braucht man das. Finde ich ein bisschen schade. Was eigentlich ziemlich cool wäre, ist, wenn man zum Beispiel den ganzen Shit nicht braucht, dass man da irgendwas Besonderes bekommt. Könnte es nicht aufmachen? Scheinbar nicht. Hä? Laut Karte müsste ich jetzt hier irgendwie... Hier rüberkommen. Das geht auch von oben, wenn das denn klappt. Och nee. Wo? Noch. Oh. Ich habe trotzdem immer noch Schiss. Puh, wenn ich das höre. Also kann man sagen, was man will. So, sonst soweit geht's ganz gut. Das ist wunderbar.
So, kann ich hier irgendwas herstellen? Davon kann ich was herstellen. Die Frage ist, brauche ich das oder nicht? Ich würde gern zu diesem blöden Huhn gehen. Das muss hier links irgendwo erreichbar sein. Die Frage ist nur, wie? Anscheinend war ich da schon. Ich probiere es mal außen rum. Der einfachste Weg, weißt du? Warum denke ich nicht an den einfachsten Weg? Irgendein Zahnrad. Okay, das bedeutet, hier kann ich schon mal nichts machen. Die Hühner sind erstmal sicher. Noch. Na gut. Nur, wo muss die mechanische Tür? Wo muss ich denn jetzt lang? Theoretisch habe ich hier alles. Maestros Sammelstück fehlt angeblich noch was. Wahrscheinlich muss ich hier raus. Aber ich will nochmal zum Maestro Sammelstück. Vielleicht kann ich da noch einen Shortcut öffnen. Natürlich nicht. Es wäre auch zu einfach gewesen, weißt du? Die hätten mich auch einfach zu einfach in das Haus lassen können. Ich weiß nicht. Resident Evil 4 hat es ein bisschen, hat es nicht so ekelhaft verstrickt gemacht. Also hier wieder zurück zum Maestro und gucken, ob ich da noch irgendwas vergessen habe. Vielleicht kann ich hier beim Duke nochmal was machen. Willkommen. Kristalle, eine Bestie. Danke für deine Treue. Ich habe doch gar nichts gemacht. Vor allem melden wir uns gleich. Ja, Kristalle, eine Bestie, okay. Willkommen, Ethan. Dieses Willkommen, Ethan, ich weiß nicht. Beachte mich gar nicht. Mehr Wumms für die Wumme. Okay, kann ich also nicht verbessern. Mit Vergnügen. Noch nicht. Bis nächstes Mal. Schwierigkeit Standard. Stimmt, hier war das, bevor wir gegen den gekämpft haben. Na gut. So. Hier soll auch noch was. Ach so, ja, hier habe ich mich ja mehr als genug umgeguckt, um zu checken, dass hier irgendwas noch kommt. Ohne dass ich es überhaupt machen kann. Hier gibt es auch oben nichts. Stimmt. So, trotzdem hier, wo wir Maestro Sammlerstück haben. Keine Ahnung, warum das da immer noch so... Oh, diese ganzen Wege, weißt du, die sind echt ätzend. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde die eklig. Ich finde die widerlich, diese blöden Wege immer. Vor allem die Hauptwege funktionieren nicht. Sag mal, bin ich überhaupt hier richtig? Um darüber zu kommen? Achso, das ging ja nicht. Och. Oh, leck mich doch am Eiersack, ey.
ich hier schon war, dann müsste ich doch da auch wieder hinkommen. Konntest du das rote Tor nicht von der anderen Seite aufmachen? Ja, aber war ich auf der anderen Seite? Ah, hier ging das. So. Ich voll Idiot. Also hier gibt's also noch was. Ist immer noch rot. So, dementsprechend habe ich einfach noch nicht alles abgeklappert. Hier fehlt noch was. Die Frage ist, was? Ich werde ihren 5. Geburtstag nie vergessen. Ja, das weiß ich doch. Das haben wir doch schon längst gecheckt. Was? Struptika. Müssen wir da später nochmal hin? Ich kann sowas nicht leiden. Mag ich echt nicht. Kannst du die Geigen oben kaputt schlagen? Ich glaube nicht. Aber sind das wirklich Geigen? Also das ist eine Geige, das verstehe ich. Aber das sieht für mich eher aus wie eine Klampfe. Weil die so abgeschnitten sind und dementsprechend eher geklampt werden. Aber irgendwie... Oder ich muss da später nochmal hin. Das weiß man hier nie so genau. Das ist das, was ich... Nö, nix. Schon wieder so ein Dingsbums, wo man nicht weiß... Was haben wir denn jetzt hier? Vielleicht hier von außen? Sieht auch nach ziemlich nichts aus. Ich mag so eine Scheiße nicht. Jetzt weiß ich nicht, bin ich hier durch? Muss ich hier später nochmal hin? Oder. Das ist doch ärgerlich. Ich habe Musik jetzt auch nicht aufgepasst, beziehungsweise wir hatten keine Musik. Ich habe zwar in der Schulband gespielt, aber das hat mich auch nur peripher tendiert. Dementsprechend, aber ein bisschen was über Musik sollte man schon wissen. Das sammelt sich mit den Jahren einfach so an. Nö. Ich bin überfragt. Ist das gemein? Alter, diese Geigen. So, gut, okay. Das Tor konnte ich aufmachen unten. Weißt du was, das machen wir jetzt auch noch. So blöd es auch klingen mag. Das ist jetzt zwar ärgerlich, aber die Lauferei muss schon sein. So, wieder runter und das Tor öffnen. Dann habe ich doch
Da habe ich mir diesen ganzen... ganze Wegerei schon mal gespart. Nö, das Ding ist immer noch zu. Aber warum? Das muss doch irgendwie auf sein. Ich meine, ich wette mit dir, das hier, wenn hier irgendwas ist, wird das Tor zugemacht. Oh, leck mich doch. Das ist doch eine Scheiße. Was haben die sich denn dabei gedacht, diese Vollidioten? Na, ist nicht so geil. Also ein zunes Tor einfach so zumachen, obwohl man von beiden Seiten rankommen kann. Das verstehe ich nicht, das will ich nicht verstehen. Ansonsten, hier haben wir alles. Hier fehlt noch was. Kugellabyrinth, aber so eine Kugel haben wir nicht. Oder haben wir die beim Schloss vielleicht vergessen? Schatzhaus beim Fluss. Hier ist auch wieder ein Kaufmann. Aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn nochmal ins Schloss? Die Brücke hier ist zu. Das bedeutet hier, Schatzhaus beim Fluss, da komme ich überhaupt nicht mehr hin. Ist natürlich ärgerlich, dass ich da jetzt was verloren habe. Hier, Kannibalenbeute. Ja gut, 6 geflügelte Embryoschlüssel habe ich jetzt auch nicht. Was haben wir hier? Schatz unter der Festung. Gut, da komme ich ja nicht hin, solange ich keinen 6 geflügelten Embryo-Schlüssel hab. Den Gelbquarz kann ich verkaufen. Nee, das Schloss hätte sein eigenes Kugellabyrinth. Okay. Es hätte sein können, dass ich die Kugel vielleicht mitnehmen, nochmal hätte mitnehmen müssen, aber das glaube ich auch nicht. So, die Frage ist, wo gehe ich als nächstes lang? Vielleicht hier zu Morau, aber wie komme ich denn... Weißt du was, ich speichere mal ab. Ich speichere mal ab. So, aber warte mal, vielleicht will ich den gelben Dingsbums noch verkaufen, weil es ein Schatz ist. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Ja, so wie du aussiehst, glaube ich dir das aufs Wort, mein Dicker. Sie ist als Inver ein gutes Geschäft. Ich nicht abschießen. Na gut, abschießen ist vielleicht eine dumme Idee. Na gut, dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwie weiterkomme. Hier runter einfach den Fluss entlang, nehme ich an. Da muss ich zur Morau. Fehlt ja nur noch Morau und der Heisenberg. Also dementsprechend. Ja, einfach nur noch hier lang. Na gut. Da bin ich mal gespannt. Gibt's hier irgendwas? Gab's hier irgendwas? Soll's hier was geben? Irgendeine schleimige Substanz. Sieht nicht sehr stabil aus. Lass mich raten. Yo. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist, das hier alles abzuknallen. Das hier probiere ich nochmal. Na gut, war eine dumme Idee. Hätte ja sein können, dass sie da irgendwie noch was verstecken oder so und... Naja. Messern? Ne, ich glaube nicht, dass Messern die kluge Idee gewesen ist. Ich glaube schon, dass wir da das Ding hätte brauchen können.
Da bauen wir schon was mit Wumms. Finde ich natürlich ein bisschen ärgerlich. Gut, hochkomme hier nicht. Doch, das geht. Aber komme ja auch wieder raus. Das ist meine Frage. Na, von der anderen Seite verschlossen. Das hätte mir irgendwie klar sein können. Hier fehlt mir irgendwas. Lass mich raten, das kriege ich hier drin. Und ich kriege das wahrscheinlich nicht geschenkt. Okay, das ist voll. Das ist voll, aber ich habe nicht so viel Money. Für alles nicht. Also irgendwie gehen meine Sachen auch so ein bisschen auf dem Zahn. Vielleicht hier ist noch ein Kugellabyrinth. Okay. Mechanische Tür. Hier kann ich nochmal speichern. Das bedeutet, hier dürfte eigentlich nichts untersuchen. Aufzug zum Stausee. Will ich jetzt hoch oder will ich runter? Na gut, ich kann nur runter. Foto eines seltsamen Tiers. Da frage ich einfach mal nicht. Ich glaube, das Tier haben wir schon. Och nee. Der mit der Hand überhaupt noch so viel Kraft machen kann. Die Milf hat uns doch die Hand abgesäbelt. Naja. Bim, bim. Tap, tabidi, tap. Wir fahren mit dem Fahrstuhl runter in den Keller hinein. Wir brauchen Kartoffeln. Das gefällt mir nicht.